Ihr alle da draußen. Ich bin ein bisschen müde, ein bisschen staubig, ein bisschen schmutzig. Ich bin hauptsächlich müde. Und jetzt möchte ich ein bisschen hier am Feuer sitzen, in Ruhe. Ich habe irgendwie im Ohr, dass hier kein Feuer gut ist. Es war ein unheimlich phänomenaler Event. Ich bin da rumgelaufen, habe geniales Zeugs gesehen. Schweren Fu. Alles, was passiert ist. Ich konnte überhaupt nichts sehen. Ich habe immer alles versäumt. Irgendwie ist bei mir erst Tag 2,5. Wäre das nicht cool, wenn jetzt erst Tag 2 wäre? Yeah, it's not, maybe not long enough, maybe I'm, ja, vielleicht nicht. Vielleicht muss ich mich klonen irgendwie, damit ich das alles reinkriege, damit ich alle Projekte und Workshops und Specials. We had a full packed Fahrplan, Abfahrplan. Wir haben einen rammelvollen Fahrplan gehabt. Yes, quite a few hands, okay. Okay. Who heard about the trick that in cold nights you go into the launch to warm up? Wer hier kennt den Trick, dass man in der kalten Nacht sich in die warme Lounge setzt? Das war die beste Art, warm zu bleiben. Es war wirklich kalt am Anfang, aber jetzt ist es wärmer geworden. Da ist war nichts dazwischen. Zuerst war es kalt und dann war es plötzlich warm. The sweet spot was like 20 minutes in the morning before you just fell out of your tent. Also es hat genau 20 Minuten gedauert und plötzlich hat dich die Sonne aus dem Zelt geworfen in der Früh. Und dann bist du herumgelaufen und dir das muss man sehen und das muss ich noch machen und das muss ich dann. No, not the train, but I drove with the train. Nein, ich bin mit dem Zug gefahren. Die Hacker am Zug. Run around here on this huge area and we wenn du auf diesem riesigen Areal herumläufst, wir hatten an die 230 Villages und jede einzelne Village hat irgendetwas Besonderes gebracht und Küchen und unheimlich gutes Essen. Ja, gutes Essen. Die haben auch Swimmingpools mitgebracht. How many pools we had on camp? Weiß irgendjemand, wie viele Pools wir hatten am Camp? 10 or something? 10? Yes, small ones. Okay, so there were multiple pools. Da waren viele Pools. I was just for a short. Ein paar davon waren geheizt. Da gab es einen geheizten Pool, ja, für die Nacht. Weil für nicht, man könnte, aber so in der Nacht in den See war irgendwie kühl. Ja. Probably. Also die Nachtaktion im geheizten Pool. I was heavily amazed by this community. Ich war echt beeindruckt von dieser Community. Ich finde es immer so cool, wenn die einzelnen Villages gegeneinander antreten und dann so neue Kooperativen entstehen und neue Kontakte und Leute treffen sich hier einfach nur, weil sie nebeneinander gecampt haben. Es ist einfach wunderschön, wenn man das wachsen sieht. Da kommen auch irgendwelche alte Freunde, die man lange nicht mehr gesehen. Ihr wisst ja, dass sie ein Care-Paket zu Chaos West geschickt haben. Mit Essen, damit sie dort nicht verhungern. Ja, das war recht spezial, ja. Und alle diese Freiwilligen. Ich organisiere ein bisschen hier. Aber jeden Event sehe ich neue Leute, die verrückte Dinge tun und es wird größer und größer. Und jeder Einzelne versucht, irgendetwas beizutragen, damit der Event besser und besser wird. Ja, großer Applaus. An all die Teams und alle Engel.
Ihr habt bestimmt die ganzen Zahlen gesehen in der Infrastructure Review. Wenn ihr sie gesehen habt, dann solltet ihr vielleicht das noch anschauen, denn das ist wirklich beeindruckend. Ja. Und ihr könnt immer noch mithelfen, könnt ihr euch immer noch einbringen. Eine der Sachen in diesem Camp und auch anderen Ereignissen dieser Art ist, ich bin immer wieder fasziniert, wie wir alle verschiedene Erfahrungen haben. Und wenn wir in Teams arbeiten und engeln oder unsere eigenen Projekte zeigen, dann sehen alle dies mit ihren eigenen jeweils verschiedenen Augen. Es ist also immer, für jeden und jede ist es irgendwie ein anderes Camp. Alle von uns erfahren das gleiche Event, aber auf verschiedene Weise. Wir können also über das Camp reden und haben etwa 5000 verschiedene Geschichten, 5000 verschiedene Abenteuer, 5000 verschiedene wundervolle Ideen, die aufgebracht wurden und mehr. Ja, genau. Einer meiner persönlichen Lieblingserfahrungen war das Chunk, der Chunk-Nachtisch am ersten Abend. Hast du den probiert? Ein bisschen zu süß, ein bisschen zu viel Zucker. Ja, aber schön cremig. Ja. Und das ist sehr gut, um Leute zu bestechen. Ja. Übrigens, jemand versuchte mich gestern zu bestechen, um irgendeine Werbung einzubauen für ein neues Business einzubauen. Spätkauf.biz, aber ich habe den Sticker nicht bekommen. Ich habe jetzt auch nichts gesagt. Ich habe nur Hackers for Future gefunden. Hackersforfuture.de. Hast du etwas Kaffee dafür bekommen? Oder? Nein, eigentlich nicht. Ich habe nur diesen Sticker gefunden und dieses Ding Hackers for Future ist eigentlich eine coole Idee. Wir haben Fridays for Future, Scientists for Future, Parents for Future, Hackers for Future. Oh. Natürlich. Bringt mehr Solarenergie. Wiederverwendbare Strohhalme. Wer hat welche dabei? Wer hat hier wiederverwendbare Strohhalme? Oh, niemand. Es gibt nur einen wiederverwendbaren Strohhalm bei einem Camp von 5000. Ja, wart ihr bei einigen dieser Nachhaltigkeitsgruppen? Da gab es sehr schöne Diskussionen über Freiheit und ihr habt vielleicht die solare Einsatzleitung gesehen, die einen Truck-Zentrum mit Solarpanels obendrauf und da konntet ihr eure Telefone kostenlos aufladen. Ja, das war ziemlich cool. It's not everything aber was connected, to the solar power. Nicht alles war mit Solarenergie verbunden. Wir hatten viele blinkende Sachen überall. Das ganze Camp glitzerte in der Nacht und es war so schön. Die Fairy Dust, die Palmen, das Einhorn namens Olga an der Palme. Olga, ja, okay. Ich glaube, sie wird zum Kongress kommen, ja. Also das war wirklich wunderbar. Naja, es hat das auch Feuerschutzklasse B1, das müssen wir überprüfen. Wahrscheinlich mit den Hexen, naja. Vielleicht, ja. Sei gewarnt. Nein, B1, nicht B, sei nicht gewarnt, sondern B1. Ja, die blinkenden Sachen, da gab es eine sehr spezielle Position, wenn man von der Flipper-Area kam. Wer hat Flipper gespielt im Casino? Lots of hands. Oh, viele Hände, schön. Wenn ihr dort herausgekommen seid, von der Flipper-Area, da gab es einen bestimmten Ort, einen bestimmten Standpunkt, wo man die Rakete sehen konnte, die Palme. Bagger. Den Bagger, the Digger, Construction Vehicle. Yes. Excavator und die Lightshow von hinten und es gab also eine sehr beeindruckende Lichtimpression.
Oh ja, wenn wir über Lichtinstallationen reden, wer hat die Lichtinstallationen gesehen hier am Zelt 1, die Lasershow am Zelt Curie? Wir haben Lasers, wir hatten große fucking Lasers, ja. And that was an awesome Und das war eine fantastische Show, ja. Yeah. Ja. So ziemlich passend für diese Fluchtwegefreiheiten, diese Wand, die es gab. Wer hat dieses sehr große Schild gesehen? Haltet die Rettungswege frei. Danke. Haltet diese Wege frei, ja. On the other hand, und auf der anderen Seite gab es verrückte Schilder überall. Mein persönlicher Liebling war mein Favorit am Eingang bei der Kasse. Ich glaube, es war am Tag minus eins oder so. Ein Karawan versuchte zu wenden dann gibt es jetzt das Schild C3 Sinkhole. Es hat nämlich eine Weile gedauert, den Karawan dort herauszubekommen. Wir sitzen jetzt hier in der Feuertonne und jemand gab es ja mit einem Hut, der Feuertests machte. Das war sicherlich die Feuerschutz B1. Aber die Leute sagten, dass das okay ist. So, die Feuerwehr. Wir hatten eine Bitte vorher, jemand wollte Propangas-Puffer-Trike. Ein propangasbetriebenes Trike bringen, um damit auf dem Camp herumzufahren. Ist der Typ hier? Ich möchte mit dir sprechen. Nee. Yeah. But so many awesome. So viele tolle Projekte. Ich glaube, ich habe vielleicht nicht mal 10% von dem gesehen, was da war. Sicherlich nicht. Also wir können über viele Dinge reden, die wir gefunden haben. Zum Beispiel gab es auch ein ziemlich beeindruckendes Ding. Jemand hatte einen RFID-Laser und lief einfach 10 Minuten lang herum, weil viele neue gekaufte Dinge solche RFID-Chips haben. Und er hat vielleicht 55 einzelne Tags in 10 Minuten gefunden. Und nun kennt er all die Produkte. Die er kauft und herbringt, ja. Habt ihr die Beschwerdestelle gesehen? Welche? Es gab zwei. Ich glaube, es gab drei. Ich habe mindestens zwei gesehen. Welche? Ich sah die Pöbelbar. Der dreiköpfige Affe, da gab es die Pöbelbar, wo der war. Und dann gab es Dinger, von denen man von Bäumen sich zuwerfen konnte, wenn man sauer war. Und diese österreichische Bürokratie, das Salzamt. Was war das dritte? Das war bei den Hexen. Ja, der Anger Exchange Point, also der Ärger-Austauschpunkt. Ich denke, der Anger Exchange Point und die Pöbelbar haben alle ihre Beschwerden zum Salzamt gebracht. Und wenn man das Beschwerdeformular ausfüllte und in das Salzamt in die Kiste einwarf, dann gab es einen Schredder. Bürokratie. Und das Ergebnis ist hier. Das sind aber viele Beschwerden. Wer will Beschwerden? Stückweise Beschwerden. Aber sie sind nicht B1. Vorsicht. We can try that maybe. Sollen wir versuchen? Nein, brennt nicht. Jemand hat versucht, das Salzamt zu bestechen und haben eine 5-Euro-Note hineingetan. Die wurde mitgeschreddert. Haben Sie sie gefunden anschließend? Ah, Sie haben sie zusammengeklebt wieder. Oh, they found most of it. That's nice. Ah, die haben die Mehrheit davon gefunden. Ah, 5 Euro für all diese Beschwerden, ja? But I think the best part of camp or what I heard. Der beste Teil des Camps, zumindest habe ich das von den meisten gehört. Abgesehen von all den Projekten und dem coolen Fu, camp
got much more diverse. Das Camp ist viel diverser geworden und sehr viel politischer, und das hat mir sehr gut gefallen. Auch der Feedback war sehr viel positiv. Also ein großes Dankeschön, die Politik und politische Projekte, ökologische Talks und Workshops, so wie die Three-Headed Monkeys über Freiheit. Das war sehr cool, wie die Community sich da entwickelt, ihre eigene Stimme gefunden hat und wie die lauter und lauter wird. Ich finde, das ist wirklich ein cooles Ding, und Dankeschön an euch. Ja, yeah, there was often a big discussion about if es gab öfters eine Diskussion darüber, ist der CCC jetzt politisch? Natürlich ist er das, aber er ist nicht parteipolitisch. Wir haben ein politisches Interesse. Wir brauchen, also Fluchtwege muss man frei halten, und Menschenrechte müssen hochgehalten werden, und dass die Antifa-Fahne, ja, da war irgendwas. Wenn jemand die Antifa-Leute, die da hinaufklettern, ketten können, aber wenn sie hätten sie können da telefonieren, weil da war ein Zelttelefon da oben. Habt ihr das Feldtelefon gesehen oben auf dem Kamin? Es hat funktioniert. Da gab es einen Anruf dort. Ich bin nicht so die kletternde Person, aber das ist Teil des verrückten Fu, weil wer hat schon auf seinem 40 Meter hoch, wie hoch ist das Ding, hoch auf dem Kamin jedenfalls, wer hat dort schon ein Feldtelefon? Ein funktionierendes. Also genau neben der Wi-Fi-Antenne. 57 Kilometer to Berlin, Air Gap. 75 Kilometer von Berlin, 400 Megabit. Wow. War nicht schlecht. On the political side, you've been to Milliways once. Warst du bei Milliways? Ja, nein, kurz. Aber war ich dort? Aber du weißt, dass sie dort Whisky Leaks haben? Ja, habe ich gehört davon, ja. Die hatten noch etwas, das hieß Mail to the Jail, also Mail ans Gefängnis. Damit man Leuten, die im Gefängnis aus politischen meistens... das Post. Büro ist. Wir haben eine Expresszustellung. Was ist es denn? Ja, du kannst es als abgegeben markieren. Thank you very much. Dankeschön. Okay. What do we have here? Also, was haben wir hier? We have a small statement about, da gibt es ein Statement über das Mail to the Jail System. Ich lese es mal vor. Hi Camp. Mein Name ist Ola Bini. Ich bin in Ecuador noch immer am Ende für nicht spezifizierte. Wer kennt den Fall von Ola Bini? Ein Freund von Julian Assange. Er ist im Gefängnis in Ecuador unter sehr seltsamen Umständen. Die Untersuchung beruht auf zwei Dingen: meine Freundschaft mit Julian Assange und die Tatsache, dass ich eine Reihe von Technologie besitze. Für 130 Jahrtage ist nicht ein einziges Stück gefunden worden, das mich belastet hätte. Letzte Woche war angeblich ein unwiderlegbarer Beweis, dass ich das Telefonsystem von Ecuador gehackt habe.
Das stimmt überhaupt nicht und das Bild hat das genau das Gegenteil gesagt in Wirklichkeit. Es gibt ein das grundsätzliche Problem heute, eines der großen Probleme ist, dass die Leute nicht wissen, wie Computer wirklich funktionieren und wir dürfen diese Attacken auf unsere Gemeinschaft nicht zulassen. Ecuador und mein Fall ist ein bisschen extremer als alle Fälle, aber ich werde ein Beispiel setzen, was wir andere Länder nicht tun, wenn wir sie lassen. Ich wünsche, ich könnte zum Kongress kommen. Es ist sehr zweifelhaft, ob Ecuador mich gehen lassen. So schicke ich euch meine Grüße und setzt den Kampf fort, bitte. It's crucial for us in our community. Es ist ganz entscheidend für uns in unserer Community, dass wir uns umeinander kümmern und es gibt genug Menschen, die wirklich in Schwierigkeiten geraten, nur weil sie einige Sicherheitslücken entdecken und aufdecken wollen und in Kontakt treten wollen mit Regierungen darüber. Wenn ihr helfen wollt, wenn ihr Olabini helfen wollt, und nur wenn, damit ihr euch euer eigenes Bild machen könnt, dann schaut euch das Hashtag FreeOlabini an. Oder folgt dem Account Free Olabini. Ich lade euch dazu ein. You know, there are many people. Ihr wisst, es gibt viele Leute hier, die ihre politische Arbeit machen und die ihren Teil dazu beitragen, für was auch immer an politischen Projekten aus Tuvat entstand. Die großen Bewegungen, die aus unserer Bewegung entstehen. Und eine dieser Menschen, die ich gestern traf und mir geholfen hat, ich habe endlich genügend Energie gesammelt, um an all diesen Projekten zu arbeiten wieder von morgen an. Und ich hoffe, dies gilt für euch alle. Das zumindest zu einem kleinen Teil, dass ihr das, was ihr hier erfahren habt, als Teil des Camps nach Hause nehmen könnt, das in euch bewahren könnt und euch daraus ernähren könnt für den nächsten Monat bis zum nächsten CCC-Ereignis, wenn wir uns wieder treffen können. Es tut mir leid, ich bin immer sehr gefühlvoll bei so Closing Events. Ich weiß gar nicht, warum ich zugestimmt habe, hier zu sitzen, nicht da drüben. Okay. Ja, vielleicht hilft es, das jetzt zu machen. Also, es gibt auch immer diese Aussage, dass man dieses Post-Congress-Syndrom hat. Also, falls ihr wisst, wenn ihr zurück in diese normale Welt kommt, mit normalen Welten, mit Problemen, ohne Visionen, mit rücksichtslosen, respektlosen Menschen, die herumlaufen, die hier weniger oder vielleicht gar nichts sind, naja, minimiert sind sie hier. Es gibt 5000 Menschen, natürlich gibt es immer nicht so exzellente Leute dabei. Aber vielleicht können sie daran arbeiten und können exzellenter beim nächsten Mal sein. Keine Graffiti auf gemietete Zeltbahnen sprayen, zum Beispiel. Also wirklich, wer immer das war, möchte vielleicht einen Schritt zurückgehen und über das eigene Leben nachdenken. Er oder sie hat etwas Zeit, um zum Beispiel an der Card.io zu hacken, also das eigene Ich vielleicht maximieren, verbessern. Vielleicht gibt es dafür eine App. Don't spray on tents. Ja, sprüht nicht auf Zelte. Eine Vibration jedes Mal, bevor man sich betrinkt oder so. Ja.
Ich hatte nicht so viel Zeit, um die Badge zu bekommen, nur ein bisschen zwischendurch, und es sieht wirklich toll aus. Du hast es geschafft, dass es die richtige Zeit anzeigt? Ja. Ich habe nicht mal das geschafft. Naja, resette es jetzt nicht. Ich denke, die arbeiten dran, denn alles andere ging erstaunlich glatt. Und selbst wenn man nicht so in dieses Computerzeug so eingearbeitet ist, ist dieses Gerät immerhin auf jeden Fall etwas Großes als Einstieg in diese Welt der Smart Devices, Smart Home und sich selbst auch beobachten. Großen Applaus für das Cardio-Team. Das ist einfach großartig. Ja, ich bin jetzt mehr oder weniger durch meine Notizen, aber ich habe noch eins. Ja, du? Okay. I'll get in touch with computers like mid-90s. Ich bin etwa in der Mitte der 90er mit Computern in Kontakt gekommen und habe Monkey Island gespielt. Das war wirklich eines meiner Lieblingsdinge da. Und ihr habt das vielleicht, das ist vielleicht dieses verrückte Piratenschiff in dem Three-Headed Monkey, dem Dorf des dreiköpfigen Apfen, gesehen. Und das ganze Setup da, es gab, habt ihr diese Boote gesehen, die davor standen, diese Schiffe, die ein kleines Ding hatte, was man aufmachen konnte, und dann konnte man Monkey Island spielen. Nee, das habe ich nicht gesehen. Ich habe einige Zeit da verloren. Ja, so viele wundervolle Projekte. So viel Glamour, so viel Blinken überall. Ich denke, wir könnten 40 Stunden euch erzählen über all diese coolen Sachen. Und ihr könnt das machen, weil wir ja gar nicht alles gesehen haben. Ihr könnt das fortsetzen. Ich denke, es ist völlig unmöglich, das zu tun. Lass dich nicht stören, ich bin hungrig. Marshmallow über dem Lagerfeuer. Wird es schon weich, ja? Ich glaube, sie brauchen etwas mehr Zeit noch, aber nee. Wo war ich? Ja, also so viele Projekte. Wir würden, es ist keine Schweigeminute, aber bitte einen großen Applaus für all das coole Zeug. Und ich hoffe, dass wir alle vielleicht das meiste davon irgendwann auf Twitter sehen können oder beim nächsten Kongress oder wo immer. Und etwas mehr CCC in unserem Leben haben können, hoffentlich. Ja. Ah, du hast das schon ganz gut gehackt. Ja, ich sitze jetzt so oft draußen an Lagerfeuer, also deswegen weiß ich, wie man das handhabt. Du hast einen Bug gefixt da, ja. Aber ich habe sie normalerweise nicht aus. Ich schalte sie normalerweise nicht aus. Weißt du, wie man das macht? Es ist jetzt Zeit, ins Bett zu gehen. Das wäre schön, wenn das jemand ausschalten könnte. Vielleicht haben wir irgendwelche professionellen Leute dafür, für das Abschalten? Irgendjemand? Feuerlöscher vielleicht? Ich denke, wir bekommen jetzt etwas Hilfe. Das ist schön. Vielen Dank. Du bist von Power, oder? Okay, vielen Dank. Good night. Gute Nacht. Und gute Nacht vom Übersetzungsteam.